Hallo und ein herzliches Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier zu Ark Scorch Earth. Ja, wieder hier mit. Hallo, Niki. Hallo, ich bin auch mit dabei. Ich hoffe, dass es jetzt funktioniert. 10 Tage später haben wir es geschafft, wieder hier zu sein. Ja, es kommt mir wirklich so vor. Denn bei ihr ist alles gecrashed, ging einfach nichts mehr. Versuchen wir es wieder zum 2. Mal, zum 10. Mal, zum 100. Mal. Vielleicht klappt es ja diesmal. Wir sind immer noch hier unten am Flussbett. Aber wann kann man denn ein Bett machen? Also ich meine ein richtiges Bett, nicht ein einfaches Bett? Ein richtiges Bett kommt ab Level 5. 5. Ah, okay. Bin ich ja schon, dann wenn ich jetzt gleich mach. So. Ich tue jetzt schon mal zuerst hier. Mach dir irgendwie Axt, Spitzhacke und Speer und so, dass du mal das alles hast. Ja. Das ist wichtig. Auch Holz. Also, ich habe jetzt schnell noch hier. Das brauchen wir. So, dann mache ich mir noch ein Level. Zwei Level sogar schon. Okay, ich bin Level 5. Also, könnt. Dann kannst du mal ein Bett machen, genau. Also halt Sleeping Bag und Bett erlernt. Gut. Kiste, Slingshot. Slingshot wäre eigentlich ganz wichtig, damit wir vielleicht die Raptoren hier abknallen. Ist die Frage, wer geht auf Waffen, wer geht auf... Weil dürfen nicht jeder selber lernen am besten? Ja, ich glaube aber Waffen ist eigentlich ganz gut, wenn man sie jeder lernt. Ja, Speer zum Beispiel. Ja. Aber ich mache eine Tür. Eine Tür ist nicht so wichtig, aber ich habe die ganzen anderen Set-Sachen. Kleidung, wie sieht's? Ich mache Waterskin. Ist die Frage, ob der was bringt. Also ich habe mir jetzt einfach bloß mal normale, wie heißt Tatch-Dings gerade gemacht? Perversing Stoffend. Salt. Create by Greening Salt with Sulfur in Mortar and Pestle. Ach, da kann man Salz. Nach Holz filtern. Und Stroh. Mhm. Problem ist, was kann da jetzt unbedingt gehen hier einfach. Das. So. Müssen wir ein bisschen sammeln und. Ich sehe, der ist da unten. Der Raptor wo? Ah, da unten. Okay. Welches Level siehst du das? Siehst du nicht, gell? Nee, es ist zu weit weg. Wo bauen wir unser Häuschen hin? Da, wo du stehst? Ich glaube, das ist eigentlich ganz gut die Stelle. Bei. Ja, wo. Oder direkt im Wasser. Da unten, dort, wenn der Baum hier weg ist. Kann es sein, dass Sachen hier austrocknen? Nee, oder? Das täuscht nur. Ich glaube es halt jetzt nicht. Weißt du, dort, wenn der Baum hier weg ist, Stein hier weg ist, hier anschließend an der Klippe hier dran. Dann kann man dann im zweiten Stock hier über die Klippe dann drüber und kann hier oben weiterbauen. Ah, ob das so einfach geht, ist die andere Frage. Bist du gerade runtergesprungen? Nee, ich bin neben dir. Ja, sah gerade bei mir nämlich so aus. Mal ganz kurz. Also ich kann schon mal eine Foundation machen. Ich habe schon mal eine okay, Foundation. Ich versuche hier mal ein bisschen Holz. Ich kann das Holz farmen, ich habe noch eine Axt. Das ist. Achso. Es ist heiß, nicht überanstrengen. Ja gut, wir sind ja am Wasser dran, dann geht's ja noch. Oh. Geht darum, dass ich halt zumindest Speer und so Zeugs machen kann. Soll ich ihn ganz abhacken? Okay, er ist weg. Ja, ja. Okay. Ich gebe dir hier mal 11 Holz. Liegt im Gebüsch. Ah, mein Gebüsch gleich mit weg. So. Versuche mal irgendwie in den Schatten zu gehen. Ja. Okay, gut. Oh, wenn das nichts bringt, aber. Erste Foundation. Setz ich mal. Stroh brauche ich noch. Hast du noch Stroh? Nein, nicht viel. Wo stellst du jetzt das erste Ding? Setz es einfach jetzt mal hier hin, in die Mitte. Ich hätte vielleicht sogar hier, weißt du, den Stein hier weg. Und dann kann ich hier gleich mit anschließen. Weißt du, dann ist das gleich mal hier. Mit anschließen? Ungefähr so hier hin. Wo ungefähr hin? Hier so. Dann sind wir relativ gerade, weißt du? Das geht nicht, wie du meinst wahrscheinlich. Ich geb's dir mal rüber, du kannst es selber machen. Ich drop dir. Kann ich. Ich will das drop. Gib mir drop. Drop Item. Hier. Mach du. Das heißt es, ich baue wieder falsch. Also dann haben wir hier mal. Zieh mir mal Bären unten die Leiste. Das wäre mal wichtig. Gucken. So, Speer. Kannst du vielleicht den Stein hier wegmachen? Yep. Ich hab doch keine Waffe und nix. Bin ich den da? Stein, geh weg. Stein, geh weg. Geh weg.
Geteilte Erfahrung. Ich habe gerade gelesen. Geile Erfahrungspunkte. Geile Erfahrungspunkte. Ja, und wir bleiben nicht allein auf dem Server auf jeden Fall. Oh, wir kriegen langsam Besuch. Ja, wir kriegen auch anderen Besuch noch. Quasi einer, der da noch mitspielt. Alter, wie lange bleibt denn der Stein hier? Ich meinte gerade, der Raptor hat gerade einen großen Bogen gemacht und ist Richtung uns gelaufen. Der Stein geht nicht. Oh. Jetzt. Ja. Ey, wir haben hier sogar Eisen. Dankeschön. Das sind zwei Eisenklotze. Das mal. Dann mach das mal. Jetzt habe ich ganz viel Stein. Dann kann ich ja auch schon mal ein Lagerfeuer machen. Das wollen wir Dinge haben. Fleisch auch gleich. Ich mach gleich zwei Speere. Das glaube ich. Ah, egal. Das erste Ding reicht erstmal. Zwei Speere. So, Lagerfeuer. Bäume ist echt hier scheiße. Bäume und Holz und so wird hier echt. Das Problem ist, dass ich zum Beispiel noch kein. Du hast bestimmt Feuerstein gekriegt, oder? Ja, Flint. Genug. Ja. Kannst du mir da ein bisschen was geben? Ich habe. Was habe ich denn? Wo habe ich denn hier Flint? Hier, 52. Ja, gut, so viel brauche ich jetzt nicht, aber. Kriegst die Hälfte. Bisschen was, so, dann kann ich zumindest. Was brauchen wir schon mal fürs Bett? Wo haben wir es denn hier oben? Wir brauchen Tetch 80, 15 Holz und 40 Hide. Hide wird scheiße. Müssen wir gleich mal jagen gehen. So, ich probiere mal jetzt, ob ich hier hochkomme. Ich gehe jetzt mal dorthinter, in der Hoffnung, dass der Raptor jetzt nicht kommt. Ach, du bist auch da. Okay, holst du das Holz? Ja, ich brauche immer noch, Ja, Holz brauchen wir nämlich auch. Kiste auch. Alter. Damit ich mir meine Axt und so machen kann, das wäre eigentlich ganz wichtig. Also voll viel Stein, voll viel Stein. Wir bräuchten als nächstes auch eine Kiste. Tetch und Holz wird echt. Ich habe die. Ach, da hast du die. Einmal ein bisschen Tetch. Ach, du bist da hinten, okay. In dem Baum erstmal. Der Raptor ist aber da auch in der Nähe, gell? Ja, ich habe nur ein bisschen Tetch gefahren. Weiter vor ist erstmal Schmerzgrenze. So. Ich würde ganz gern die Slingshot machen. Hast du die schon gemacht? Nein, hab ich nicht. Ich habe Waterskin gelernt. Dann mache ich die mal und versuche dann mal Tierhaut, okay. Ja, wir brauchen Tierhaut. Das heißt, kein Paar, hier rennt auch kein Paar rum. Mann! Ach, hier sind vorher ein paar rumgelaufen. Ja, jetzt nicht mehr. Was ist rechts lang? Sind da auch irgendwelche? Der Raptor ist da drüben. Der Raptor? Der ist echt an dem Eck gleich. An dem nächsten Baum, da kommt. Na toll. Kann man da lang auch nicht. Was ist oben lang? Das sind Kaktussen. Oben sind aber so Baumdinger, da könnten wir hin. Könnten nach oben, das könnten wir wirklich versuchen. Was brauchst du nur noch alles für ein Bett? 80 Holz, 40 Leder. Und irgendwie macht meine Tastatur gerade, was es will. kommen wir hier nach oben? Ich probiere es gerade. Problem ist, ich habe mein Inventar so gut wie voll. Ich habe 25 Steine oder so. Das brauche ich eigentlich nicht, weil wir finden hier so viel Stein. Ja gut, für die Slingshot ist das eigentlich ganz gut. Ja, wir finden hier so viel Stein, deswegen wir brauchen jetzt erstmal Holz. Ich schmeiß jetzt Stein. Warte mal, ich behalte 12 Stein. So. Ich muss auf nächstes Mal auf jeden Fall Tragegewicht erhöhen. Bären essen? Noch geht's gut. Alles gut. Okay. Hier oben sind keine. Toll, wir sind noch eins hoch. Ja. Aber wir kommen nicht mal eins hoch. Verdammt! Ich glaube, da vorne geht es noch eins hoch. Jetzt mal gucken. We need Holz, Holz, Holz. Krass. Da geht's nicht weiter hoch, bringt nichts. Verdammt. Schitte, schitte. Müssen wir doch da vorne rum. Die Kurve. Und Rennen ist eigentlich voll No-Go. Oh je, was haben wir hier vorne? Nur ein Raptor. Oder sind es zwei? Weil ich sehe Vater Morgana. Ich glaube, das ist nur einer. Oder bist besoffen? Ja, es kommt gerade so rüber, als wäre ich besoffen. Hier.
Bäume und Kaktussen. Ist die Frage, aus Kaktussen kriegt man da auch Holz? Wahrscheinlich nicht. Ja doch, aber nicht viel. Viel Tetsch kriegt man aber raus, das ist gut. Ja, oh, Bada, hier oben ist aber heiß, richtig heiß. Yep, also dürfen wir nicht lang bleiben. Ich mach mal kurz Holz holen. Tetsch wäre vielleicht, dann könnte ich endlich mal auch... Nimm Tetsch beim Kaktus. Ich muss das mit der Hand abbauen. Warte. Mann. Wir sind gleich wieder runter. Kaktus. Jetzt da kann ich endlich mal eine Spitzhacke und eine Axt machen. Meine, so. Meine Spitzhacke ist schon fast kaputt. Genau, und Niki macht zwei. Was hab ich jetzt gemacht hier? Zwei Spitzhacken und eine Axt. Das ist auch cool, aber das ist mal so weit oben. Da muss ich mal so weit hochrennen. Das ist auch nicht toll. Und den Speer schmeiße ich da auch mit rein. Okay, hier oben ist es wenigstens ruhig. Den Kaktus-Sepp, den kannst du trinken, ne? Oder? Ja, nee, essen. Den mach. Ist nur essen. Ach, scheiße. Ja, ich muss schon wieder runter. Okay, die Kaktusse geben nur Kaktus und Tetsch. Mehr geben die nicht. Gut zu wissen. Brauche aber noch Holz auf jeden Fall. Hier? Puh, ich hab erst 25 Holz. Lol. Ich muss runter. Ich bin schon. Ich hab wieder bloß halbes Leben. Ich hole mir noch. Das Leben ist voll bei mir. Ach, jetzt hier unten ist ein bisschen kühler. Da kann ich Leben wieder regenerieren. Ja, Holz, Holz, Holz. Wow. Gib mir Kompliments. Was bist du? Gib mir Kompliments. Was bist du? Kann man dich essen? Ach. Plan seedet Y seed. Y seed? Ja, Y seed. Keine Ahnung, was es da stellen soll, aber Y sieht. 40 Holz erst. Alter, wenn man 80 Holz hat. Ich glaube, davon müssen wir erstmal eine Kiste basteln, dass wir da sammeln können. Ich warte mal ganz kurz hier. Hier ist anscheinend relativ kühl. Mal kurz ein bisschen Leben regenerieren. Lebe, lebe. Voll weit oben. Voll weit oben. Gehen wir mal da vorne zu den zwei Bäumen und dann hacken wir die noch ab. Die nimmst du, weil ich hab den dann voll, wenn ich die nehmen würde. Okay. Ich muss jetzt auf jeden Fall gleich mal wieder Beeren sammeln. Beeren sammeln. Beeren sammeln. Steine. Steine brauche ich nicht. Steine weg. Gucken wir mal ganz kurz. Nochmal einen Speer machen, sicherheitshalber. Ich hab zwei auch, ja. Kann man immer gebrauchen. Nur 40 Leder wird auch heftig. Für das Bett? Ja. So, Level up. Dann mache ich erstmal Gewicht, das ich mir tragen kann. So, Kiste. Soll ich Kiste allein auf jeden Fall, oder? Dass wir noch eine Kiste alles reinstecken können. Ja, ein Stückchen weiter runter, dort wo es ein bisschen kühler ist. So, jetzt zumindest nicht sterben. Ich futter nebenbei nochmal so ein paar von den komischen Samen. Ein paar komische Samen. So. Kleidung, ist die Frage, ist die Kleidung hier wichtig? Ich denke schon, weil es ja Schutz ist. Sonnenbrand. Willst du die Kleidung erlernen oder soll ich die erlernen? Oder gehst du auf die Waffen, wenn du schon Slingshots machst? Ich würde lieber die Klamotten machen. Ja, Klamotten können wir beide machen, weil der Rest so wie so ein Pinsel und so eh keiner braucht. Ja, das ist, ja, das stimmt schon. Also machen wir auch. Ich will ja nicht mal T-Shirt. Kann ich mir nämlich mal ein T-Shirt machen? Ja, ein Shirt. Sollen wir vielleicht mal einen Lederschlafsack machen? Braucht aber auch. Auch Leder. Ja. So, die Kiste braucht 100 wahrscheinlich, oder? Ja, ich glaube 25, glaube ist das. Ja, 25. Bist du runter? Ich bin hier hinter dem... Ach da. Wir haben noch ein bisschen Tetsch mit. Dann können wir nochmal zwei, drei von Dells unten hin machen, dass es nicht ganz so eng ist. Oh, ich bin jetzt am Verdursten, ich muss runter. Bei mir geht's, ich habe alles voll, also irgendwie...
Ja, diese Samen, diese komischen, diese Kaktussamen, so, die geben doch auch eine Menge Flüssigkeit. Und relativ Da hab viel ich aber nicht, sogar. nicht gegessen und nicht getrunken. So, die Frage ist, wie geht man am besten runter? Hier? Da unten ist ein Raptor, das wäre schlecht. So. Müssen wir so zurück, wie wir gekommen sind. Ja. Oh. Ja, genau so. Ja, guck mal, da sind wieder Kaktussen gespawnt. Einmal um Steinkaktus spawnt. Ohne schlecht. Ist gut für Tetsch. Alles Mögliche an Tieren müssen wir. Alles Kleinvieh müssen wir töten. Auch die kleinen Artgenossen, die sie nicht mehr hören können. Sofern wir die dann überhaupt kriegen, weißt du, ich meine. Ja, wenn die nicht weg können, ja. Oh je, Tiere jagen, das wird noch eine Herausforderung. So. Tetsch haben wir jetzt eigentlich viel. Das ist gut. So. Aber denk dran, dass wir Tetsch. Fiber auch brauchen. Ja, Fiber ist, glaube ich. Ich glaube, an Tetsch und Fiber mangelt es hier nicht, eher an Holz. So, nehme ich mit. Gut. Level up! Level Level 7! Yay! up! Level up! Gehen wir mal aufs Gewicht. So. Das ist auch wichtig hier. Die Frage, da bei dem Bereich wird hier quasi der Perk, wo man dann quasi auch die Hitze aushalten kann und Kälte, ganz schön wichtig. Gibt ein kleines Zelt. Sollten wir vielleicht zur Sicherheit erstmal das Zelt machen? So ein kleines Zelt. Wo ist da ein kleines Zelt? Wenn ich mich jetzt nicht verguckt habe, ist da Ist da ein kleines Zelt. Zelt? Ja? Ich will bloß erstmal runter kurz. Oh, hat der Raptor mich Oh jetzt nein, gesehen? aua, aua. Hab ich nicht. Oh verdammt, ich komme da nicht hoch. Ich komme da nicht hoch. Hoch. Ach, geht doch. So, ich bin jetzt unten, ich gehe mal schnell ans Wasser. Drink water. Deswegen hast du bist auch viel gerannt. Ich bin gar nicht gerannt oben. Das macht viel aus, weil jetzt merke ich nämlich, wenn ich jetzt renne, zack. So. Dehydriert. Ich bin jetzt im Kühlen. Und zwar. Ja, und zwar? Und zwar. Und zwar? Ist das Spiel abgestürzt? Und zwar gibt es kein Set. Das wollte ich sagen. Also bei mir war unten rechts, zumindest sah es aus wie ein Haus. Ach, das da, das ist ab Level 10. Das ist dann Ach noch so. teurer. Das ist das Zelt, was wir, glaube ich, auch noch mal gesehen haben. So ein ich baue jetzt aber noch mal zwei Funda drei Foundations, dann wir eine Vierer Foundation haben. Bau den mal dran. Oh, wie hast denn du da gebaut? Jetzt sage ich ja, das ist schief gebohrt. Ja, vor allem in die Richtung geht's nicht. Ja, deswegen habe ich ja gesagt, das ist schief geworden. Also war die Foundation für einen Arsch. Ja. Mal wieder. Das, wenn man anderen Leuten die Sache in die Hand gibt. Wir bauen es da einfach mittig rein, fertig. Nicht hier anschließen, das ist scheiße. Reiße ich die Foundation ab. Das Problem ist, dann kann ich halt nicht hoch, weil dann der Berg nach oben geht, weißt du, wie ich Geht meine? so oder so nicht. Weil das ist mindestens 5 hoch. Den Berg kannst du nicht mit einbauen. Außerdem müssen wir nur erstmal eine kleine Hütte für uns haben und nicht für irgendwelche Weltwunders oder so. Geht ja nur darum, dass wir ein kleines Hütchen haben. Nochmal eine Foundation. Na komm. So. Vierer Foundation. Wie viel Tetch habe ich denn noch? Oh, er war fast 200 Tetch. Aber das Holz geht mir aus. Das Holz geht hier mir aus. Das ist Kacke. Das ist echt Kacke, das ist echt Kacke, das ist echt Kacke. Naja, wir müssen jetzt erstmal gucken, wie wir weiter planen, denke ich mal. Ja. Und bis Niki wieder reinkommt. Ja. Bist du mir umgefallen? Ach, da. Jetzt muss ich auch ein Wasser nehmen. Dreckbody. Yeah.
Everybody. Yeah. Ja, was laberst du? Was laberst du? Ich trag dein Body. Yeah. Everybody. Oh Gott. Gut, dann würde ich sagen, das war's mal mit dem zweiten Part für heute. Im nächsten Mal geht es dann weiter. Wir können unser Überleben langsam sichern. Und ich hoffe, das wird auch so weiterbleiben. Dann bis zum nächsten Part. Ciao. Ciao. One drop. Yeah.